Moment. Nacho hat mir gerade ein Video geschickt, in dem Yannick auf mich reagiert. Das schreit nach einer Reaction. Simon und Nacho haben ein Video zum Thema Reaction-Videos gedreht und darauf werde ich jetzt reacten. Da bin ich gespannt, was er dazu sagt. Wie Reaction-Videos den YouTube-Algorithmus austricksen, darüber sprechen wir in diesem Video. Das Wichtigste sind nicht Views oder Subscriber, sondern die Zeit, die ihr mit euren Zuschauern verbringt. Das ist natürlich absolut richtig. Ist auch irgendwie so das, worauf wir das ganze Unternehmen ja aufgebaut haben. Das Wichtigste ist die Zeit, die man mit den Leuten verbringt. Das sehe ich genauso. Danke für diesen wertvollen Beitrag, Yannick. Geht ihr auch nicht auf ein erstes Date, schreit den anderen 30 Sekunden an, wie cool ihr seid und hofft dann, dass daraus eine Beziehung entsteht. Weil ich mich immer frage, hat Simon das mal ausprobiert? Hat er mal bei einem ersten Date die Leute angeschrien? Ja, hat er. War sehr jung. Ich muss Hannah irgendwann mal erzählen, wie deren erstes Date gelaufen ist. Das ist eine ganz süße Geschichte. Sondern man verbringt Zeit miteinander. Man versucht, dem anderen nochmal zuzuhören und einen Mehrwert zu liefern. Und genau das macht ihr mit euren Zuschauern. Jetzt gibt es eine Herausforderung, die sich dafür ergibt. Das ist, wie kriegt man diese Zeit voll? Also haben sich clevere YouTuber einen Weg überlegt, wie sie die Watchtime von Videos verlängern können. Und das sind Reaction-Videos. Ich frage mich, ob die Zuschauer überhaupt so schnell jetzt irgendwie verstehen, was ist Watchtime und so weiter und so fort. Okay, Watchtime. Watchtime ist die Zeit, die ein Zuschauer mit einem Video verbringt. Die gibt YouTube aus und behauptet, dass es super wichtig ist. Und die wird in Minuten, Stunden gemessen, je nachdem, wie viel Zeit die Zuschauer mit einem Video oder auf einem Kanal verbringen. Reaction-Videos sind quasi der einfachste Weg, um viel Zeit zu verbringen, ohne sich vorzubereiten. Aber warum ist Watchtime wichtiger als Views? Es gibt ja zwei Sachen, die einem wichtig sein können an einem YouTube-Kanal. Das eine ist die Reichweite, der Fame, den man damit aufbaut. Das andere ist das Geld, das man damit verdient. Klar, beim Thema Geld, je länger das Video, desto mehr Werbeanzeigen kann man zeigen. Es gibt einen weiteren Grund und das ist, dass der Algorithmus von YouTube nicht auf Views oder auf Impressions optimiert, sondern auf die Watchtime. Und zwar die Session Watchtime, also die Zeit, die Leute auf der Plattform verbringen. Das ist ja noch ein bisschen komplizierter sogar. Es ist ja gar nicht nur die Session Watchtime, auf die Plattform optimiert, sondern auf die Zufriedenheit der User. Habt ihr schon mal diese kleinen blauen Umfragen gesehen, die dann auf der Startseite zum Beispiel eingeblendet werden? Die werden nur auf mobilen Geräten angezeigt und nur 1-2% der Zuschauer. Deswegen kann es gut sein, dass ihr sie noch nicht gesehen habt. Aber das ist viel, viel wichtiger mittlerweile als nur die Session Watch Time. Wie zufrieden sind die Leute, während sie diese lange Session bleiben? Weil auch da, YouTube spielt das, was wir auf Videoebene machen, sie wollen viel Zeit mit einem Zuschauer verbringen, halt auf die ganze Lebensdauer eines Users der Plattform. Das heißt, wenn du jetzt zwar irgendwie einen Monat lang jeden Tag total viel auf YouTube unterwegs bist, das ist cool, aber es ist halt auch wichtig, dass du da nicht irgendwann übersättigt bist. Und deswegen optimiert YouTube halt auch wirklich auf die Zufriedenheit der User, nicht nur auf die blanke Zeit. Wenn euer Video dazu beiträgt, dass Zuschauer auf der Plattform bleiben, gut. Wenn euer Video dazu beiträgt, dass Leute die Plattform verlassen, also YouTube schließen, dann ist das schlecht für euer Video. Entsprechend sollte euer Video so gestaltet sein, dass es die Leute möglichst zum nächsten Video überleitet, dass die Leute das Video durchschauen. Das heißt, wenn ihr viel Watchtime generieren könnt, werdet ihr vom Algorithmus auch mehr ausgespielt. Aber natürlich ist klar, dass viel Watchtime auch nur entsteht, wenn ein Video auch geklickt wird. Und Reactions sind so ein Phänomen, das ganz natürlich aus dieser Optimierung des YouTube-Algorithmus entwickelt hat. Denn es gibt kaum was Einfacheres, als Watchtime zu generieren, indem man einfach auf Zeug reagiert. Und wenn wir uns also das Geld verdienen angucken, dann geht es ja eigentlich um die Werbung, die um eure Videos herumläuft. Die wird natürlich abgerechnet pro Aufruf, den diese Werbung geschaut wird. Aber YouTube ist ja nicht doof und hat nicht nur Pre-Roll-Werbung, also Werbung, die vor den Videos läuft, sondern natürlich auch Mid-Roll-Werbung. Die habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen, wenn ihr ein Video von Bibi geguckt habt. Wenn ein Video lang genug ist, werden auch dazwischen immer wieder Anzeigen geschaltet. Das heißt, auch da aus einem Zuschauer mehrere Ad-Impressions zu machen, also mehrere Kontakte mit einer Werbung, kann die Monetarisierung natürlich auch verbessern. Der wichtigste Teil ist aber, dass wir mit Zeit, die wir mit den Zuschauern verbringen, sie an unseren Content binden können und eine stärkere Beziehung zu ihnen aufbauen. Und das ist das, was langfristig viel, viel relevanter ist. Wir wollen ja nicht einfach nur mal eben schnell einen kleinen Kontakt haben, sondern wir wollen, dass die Zuschauer so viel Zeit wie möglich mit uns verbringen, immer wieder kommen und zu Fans des Kanals werden. Das mit den Ad-Impressions und so weiter, das ist alles richtig und das ist auch ein guter Grund, Reaction-Videos zu machen, weil jedes Mal, wenn du das Video unterbrichst, hast du ein längeres Video, blöd gesagt, danach. Aber das ein Problem, was er hier jetzt gar nicht erwähnt hat, ist, die Views, die dieses Reaction-Video macht, die kommen nicht bei dem an, der das ursprüngliche Video gemacht hat. Und das finde ich jetzt eigentlich ein Skandal in gewisser Weise. Weil du hast irgendwelche großen Reactor
Und die machen dann ihre Hunderttausenden von Aufrufen über ein Video, das vielleicht aufwendig zu produzieren war, die nicht den Weg gegangen sind, oh, ich gucke mir ein Video an und filme mich dabei und lade das dann in gekürzter Version hoch, sondern die da irgendwie eine Recherche gemacht haben vorher, die eine eigene Videoproduktion gemacht haben und so. Also was deutlich mehr Kosten auf der einen Seite waren und auf der anderen Seite vielleicht auch ein kürzeres Video dann ergeben hat, auf jeden Fall im Verhältnis zum Aufwand, der dahinter steht. Und die kriegen diese Aufrufe jetzt aber alle nicht. Und ja, man kann sagen, die machen ja auch einen Shoutout und vielleicht kommt da ja auch was rüber, aber trotzdem, die 100.000 Aufrufe, die dann auf dem Reaction-Video gelandet sind, die werden da monetarisiert und die landen nicht bei dem Original-Creator. Und ja, es gibt mittlerweile zum Glück Tools, das zu claimen, das Video. Also früher gab es da nur Content-ID, mittlerweile gibt es ja auch Tools für einzelne Creator. Ja, aber diese Systeme funktionieren nicht gut und entsprechend wird Reaction-Content auch nicht erkannt. Und deswegen gibt es keine automatisierten Tools. Aber du musst das erstmal mitbekommen und dann musst du das händisch machen, bis das soweit ist und das alles durch ist. Dann haben die Reaction-Leute längst ihre Aufrufe gemacht und sind beim nächsten Thema und streichen das ganze Geld ein, blöd gesagt. Und ja, die Personen, die aufwendige Videoproduktion im ersten Schritt gemacht haben, die gehen da leer aus. Und das finde ich ist irgendwie, das ist nicht so cool. Nacho, ein Kanal, den du bis zum Ende schaust und jedes Video. PewDiePie. Und Reaction-Videos. Ja, Reaction-Videos. Gibt's, habe ich mal gehört. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst und ich freue mich auf euch.